Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Und wir müssen mit Catherine reden, denn sie hat einen Auftrag für uns. Was gibt es so für neue Missionen? Mittlerweile weiß fast jeder Monster von deinen Taten. Wenn du fleißig so weitermachst, wirst du es noch weiteres Abenteurer bringen. Kann ich dir helfen? Wenn du ein großer Abenteurer werden willst, darfst du nicht nur Orten nach Abenteuern. Okay, keiner, den Satz check ich nicht. Nach Abenteuern suchen, an denen du schon warst. Anordne. Mittlerweile hast du schon einiges an Erfahrung gesammelt. Da wird es doch Zeit, ein paar neue Gegenden auszukundschaften, nicht wahr? Maybe. Nimm diesen Brief und gib ihn Catherine im Hafen von Leone. Catherine in Leone? Genau, du wirst sie leicht finden. Mit diesem Brief wird auch sie dir professionelle Hilfe für deine Abenteuer bieten. Wenn du ein Monster bist, bin ich natürlich weiterhin für dich zuständig. Ah, genau. Öffne diesen Brief bitte nicht selbst, sonst könnte noch etwas verloren gehen, was nur unnötigen Ärger bringt. Ad Astra Abyssask. Ich wünsche dir alles Gute auf deiner Reise. Moment, das heißt, wir sind jetzt mit Monster fertig? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe gefühlt 5 Quests hier gemacht. Interessant ist, dass die andere auch Catherine heißt. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Spricht für die Uniqueness des Charakters. Hey, Ehrenritter, warte. Du meinst mich? Hahaha, immer noch so bescheiden. Ganz Monster-Rede vom berühmten Ehrenritter. Das bist doch du, oder? Obwohl das Handbuch des Ritterordens scheint ihr noch nicht bei euch zu tragen. Dieses Handbuch enthält alle Lehren, denen ein Ehrenritter folgen sollte und noch ein bisschen allgemein Wissen. Ihr seid Ehrenritter. Da solltet ihr am besten ein bisschen mehr über die Gepflogenheiten lernen. Ich habe euch mit Absicht bereits eine Ausgabe des Handbuchs vom Ritterorden mitgebracht. Bitte lest es euch gut durch. Ich warte, bis ihr es fertig studiert habt, dann werde ich euch zu einer kleinen Prüfung unterziehen. Die Prüfung wird sowohl Fragen aus dem Handbuch enthalten, als auch Fragen aus dem alltäglichen Leben. Je nachdem, wie ihr die Prüfung abschließt, werdet ihr auch noch ein Belohnungsgeschenk von mir erhalten. Wait, jetzt ohne Spaß? Nein. Es muss jetzt echt eine Prüfung bestehen, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Warte mal, wo sind denn Bücher nochmal? Ich vergesse das immer. Okay, es war ein blaues Buch, so eins hier. Hier. Und es ist auf Englisch? Jo, wahrscheinlich, Alter. What the hell? Ich weiß nicht, wollen wir uns das wirklich durchlesen? Das ist halt schon viel. Das sind 3 DIN A4 Seiten ungefähr. Wenn du es in Word ganz normal schreibst. Locker 3 DIN A4 Seiten, mindestens. Oh boy. Darauf war ich jetzt nicht gefasst, wenn ich ehrlich bin. Und beides Vorgeplänke können wir eigentlich... Ja, wobei, wenn wir es lesen, dann schon ganz. This handbook is a guide on the core principles of the Knights of Favonius. Knights should carefully read the contents of this handbook and strictly... hold themselves to the standards detailed within their life and work, serving the people of Mondstadt as a model knight of Favonius. As members of the Knights of Favonius, it is incumbent upon us to be the very embodiment of the 3 virtues of knighthood, modesty, honesty and self-control. These are the 3 pillars of Mondstadt's freedom. Remember, freedom cannot exist without the support of duty. The direct embodiment of these values comes, of course, in one's everyday speech and actions. Hence, this handbook outlines standards and language usage prescriptions that are intended to cover all potential scenarios that you may encounter in the course of duty. Section 1. A knight must exercise vigilance at all times and must never treat any potential threat to Mondstadt lightly. When it comes to your attention that a citizen of Mondstadt is in need, oder? You must come to their aid promptly and willingly, for it is the fundamental duty of the Knights of Favonius to be of service to the people of Mondstadt. Oder scheiße, ist in der Rechtschreibung. Section 2. When greeting a traveling merchant from a distant land, pay attention to express proper respect and courtesy. Do not exhibit suspicion or hostility towards them, no matter how suspicious they may seem. Approved language. Welcome to Mondstadt, strange yet respectable traveler, wayfarer, guests. Please state your identity and intended destination. The Knights of Favonius are here to ensure your safety. Select the appropriate term of address accordingly. Prohibited language. Hey you, stop right there. State your identity, you rascal, hooligan, ruffian, outlander, trespasser.
Welcome to the City of Wind and Song, Otherworldly Traveler. Ey, ohne Spaß, ich glaube, das muss man sich nicht durchlesen, um den Test zu bestehen, aber gut. Vagrant Animal, Burgeoning Storm. Note, refrain from using vulgar or coarse language. It is especially important to never to address the guest using pejorative nomenclature, for this is certain to make them feel most unwelcome indeed. Section 3. Never meet members of the public with an attitude of nonchalance or apathy. A responsible knight must always be ready to offer up both sword and spade for the people's sake. Accordingly, during periods of rest, recreation, or relative inactivity, you must maintain a knightly disposition and be ready to fully re-engage in work matters at a moment's notice. Approved language. Musing to oneself while on a break. I shall check for any previously undiscovered safety issues in Mondstadt. For I, as a knight, have a duty to safeguard Mondstadt at all times. Conversing with city folk at the tavern. As a knight, I am expected to gain an understanding of people's day-to-day needs and concerns. This knowledge is also indispensable to me in the performance of my duties. Note, even when there is no work to be done whatsoever, it is not permissible to take a gracious amount of downtime at your own discretion. Im Endeffekt hast du dann wahrscheinlich Fragen wie, was sagst du in der Situation? Da hat er zwei Dinge und du musst eins auswählen. Das ist wahrscheinlich der Test. Prohibited language. On active guard duty. Imagine having a lifetime supply of Eider? Ich weiß nicht, was es ist. Also es ist wahrscheinlich irgendein. Also ich weiß nicht, was es ist. While taking a break, Noel, have you got a minute? Note, the acting grandmaster has instructed Noel to immediately report any work shine knights who attempt to delegate their existing duties to her. It should go without saying that this behavior is entirely unacceptable. Penalties for violations will take the form of reduced vacations, allowance, and or salary deductions. Next time that you consider shirking your duties, you are strongly advised to consider whether the consequences are worth it. Section 4. While the Knights of Favonius respect the important place of wine in Mondstadt's cultural heritage, it is nevertheless expected that knights will exercise due self-control with regard to their alcohol intake. It is not permitted to be drunk while on duty, and it is strictly forbidden to encourage or facilitate the consumption of alcohol by minors. Note, Knights of Favonius, when not of legal drinking age, are forbidden from consuming alcohol. Accordingly, minors must always be accompanied by an adult co-worker when entering taverns and other premises where alcohol is served. Section 5. New. Owing to a recent increase in fatui activity in the city, knights are reminded that it is forbidden to disclose details of any matters concerning Knights of Favonius operations and strategic deployment to any person from outside the organization while not on active duty. Section 6. In the event of a major Mondstadt-wide emergency, Knights of Favonius are expected to lead by example and act of safeguard human lives and property. In times of crisis, when people come to you with questions, it is important to answer them clearly and calmly and to remind them to prioritize their personal safety at all times. Approved language. Please do not worry. The Knights of Favonius will do their utmost to protect Mondstadt. When danger is imminent, please do not panic. Cover your head with both your hands and crouch down to protect your vital parts. Then, following the instructions given to you by the Knights of Favonius crew, will lead you to safety in a swift and orderly fashion. Please rest assured that even though Grandmaster Varka is not currently in Mondstadt, spoiler, the Knights of Favonius are quite well equipped to deal with this crisis in a swift and elegant manner, only applicable during the Grandmaster's absence. Prohibited language. We've never had to deal with a situation like this before. Even the knights are powerless in the face of a crisis of this magnitude. Even in extreme cases where the crisis is indeed of a kind that has not been seen before, it is imperative that you do not appear overwhelmed in front of members of the public and that you do not or say anything to call into question the capabilities of the Knights of Favonius. Section 7. When greeting travelers from afar, please act hospitably by informing them of the locations of essential businesses and services, recommending popular tourist destinations and giving any further assistance that they may request or require. Approved language. If it's your first time here, I recommend visiting the Mondstadt Cathedral. If you're tired, go have some of Mondstadt's famous wine at a tavern called Angel's Share. Section 8.
Remember to espouse the virtues of modesty and honesty also in your interactions with co-workers and companions. That is to say, be self-effacing in conversation with comrades and be open and truthful with them. Nurturing and maintaining a sense of camaraderie and solidarity between all our knights is our first line of defense against the enemy. Approved language. That was wonderful. I've never had a battle experience like that before. Note, avoid exaggerating your speech to the point where you become overbearing. Your words and tone should simply express a sufficient degree of respect and cordiality towards your fellow knights. Section 9. As guardians of monsters serving as the shield of the animal Arcan, the Knights of Favonius must set an example for others to follow. Under no circumstances should any knight ever violate the rules and regulations of Mondstadt. If any knight is found to have damaged public property or the private property of a citizen of Mondstadt, while not on duty, following a damage assessment and amount equivalent to the damages caused shall be deducted from the salary and or bonus of the knight in question. Knights who are minors at the time of the violation and who therefore do not receive a formal salary will be penalized with solitary confinement in lieu of a fine. Never heard of that word before. With the period of incarceration to be determined based on the severity of the violation. The fish and other aquatic life found in Mondstadt's lakes and rivers are classed as public property and as such must not be destroyed under any circumstances. Section 10. Knights of Favonius always remain vigilant and exercise due caution when dealing with strangers. Even when dealing with non-hostiles, a knight should clarify to the stranger their rights and responsibilities as an outsider, explain the rules and customs of Mondstadt in a firm but fair manner. Amendment 1. Extra scrutiny is required when dealing with visiting diplomats from other nations whose activity gives cause for concern. Selection 11. In the interests of preventing incidents involving wind glider users, Knights of Favonius should also pay close attention to aerial activity in the region. Knights are required to perform spot checks on users of wind gliders and ensure that the details therein are current and valid. Should you observe any illegal aerial activity within the city, you should shout to the offender at the top of your voice, imploring them to cease gliding immediately. Should they persist, you should take such further action as is necessary to de-escalate the situation. Even if the airborne offender is an off-duty member of the Knights of Favonius, this is no cause for leniency. You have full authority to revoke the offending party's gliding license should you deem this to be the appropriate course of action. Das haben sie halt nur wegen Amber hinzugefügt. Appendix, Terminological. Manche Wörter, wo sie anders dastehen, ich weiß auch nicht. Manchmal ist es echt weird. Knightly virtues refers to the three core virtues of modesty, honesty and self-control espoused by the Knights of Favonius. The three are mutually reinforcing and treated as a collective. Knights must conduct themselves in accordance with these virtues at all times. Terms of address refers to the various honorifics used to address members of the public, including visitors of Mondstadt. As public servants to the free people of Mondstadt and hosts to others from beyond our borders, we are expected to use the appropriate terms of address in all encounters as an act of courtesy. An education in etiquette is mandatory for all serving knights. Duty, es ist einfach immer noch nicht vorbei. Refers to our responsibilities to serve the people of Mondstadt and protect the freedom of Mondstadt. Officially appointed knights of Favonius should refrain from talking flippantly or irreverently about their responsibilities or their honor as a knight in their day-to-day lives so as to preserve the dignity of our organization's reputation. The Animal Arcan. The Animal Arcan Barbados is the god of wind and song, the granter and guardian of Mondstadt's freedom and the one in whom the people of this land place their faith. As an organization, the Knights of Favonius heeds the will of the Animal Arcan. This means that we must be prepared to go to war in the event that Mondstadt's freedom comes under threat. Need to add additional material on this term. Several members of the Knights of Favonius and even the church seem not to have any belief in the Animal Arcan at all. Das ist nicht dein Ernst, oh mein Gott!
Diffatui, Diplomats and other agents of Snesnaya stationed here in Mondstadt. They are afforded diplomatic immunity within our borders. Their activities are shrouded in mystery and deceit, and their intentions are obscure. Warning, always be wary around members of the Fatui. If you observe any suspicious activity, report it to headquarters immediately by taking care to prioritize your personal safety. The Abyss Order, an ancient mysterious group of enemies from the Abyss. No one knows how they came to be or what they seek. Occasionally, they can be spotted causing trouble near Mondstadt. Warning, members of the Abyss Order are highly dangerous enemies. If you encounter one, exercise extreme caution and report its location and activity to headquarters as soon as possible. Storm Terror's Lair refers to the ruins that lie to the northwest of Mondstadt. Legend holds that this area was once a city where a tyrant ruled from his tower. It has since been occupied by Dwalin, who shelters himself there. For this reason, these ruins have now been named Storm Terror's Lair. Wow. Ich weiß wahrscheinlich nicht mal mehr die Hälfte. Dann machen wir doch mal den Test. Yes, ich bin bereit. Dann fangen wir mal an. Bitte hör dir meine Frage erst an. Nordwestlich von Mondstadt sind einige Ruinen. Legenden besagen, dass es mal eine Stadt war, in der ein Tyrann von seinem... Genau, das haben wir gerade gelesen. Was ist der offizielle Name, der diesen Ruinen vom Ordo Favonius gegeben wurde? Was war's? Storm Terror? Storm Terror's Lair. Also Sturmschreckenruinen. Die Ruinen werden tatsächlich Sturmschreckenruinen genannt. Yeah. Nächste Frage, hör genau zu. Was ist nach den ritterlichen Anstandsregeln die korrekte Form der Anrede, wenn man mit unbekannten Personen spricht, die innerhalb der... Ich hab's euch doch genau gesagt. Die innerhalb der Grenzen von Mondstadt angetroffen werden. Ja, wow, das hätte man auch so beantworten können. Korrekt, fremde, doch achtbare Reisende oder tatsächlich Reisende ist die korrekte Form der Anrede für Personen aus weit entfernten Ländern, die wir hier antreffen. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie du sicherlich genau weißt, werden die Angelegenheiten des Ordo Favonius innerhalb der Stadtmauern im Moment von Miss Jean geregelt. Also meine Frage, wie lautet der offizielle Titel von Miss Jean? Stellvertretender, was auch immer, Großmeister, genau. Wow, was für Auswahlmöglichkeiten, Team, oh mein Gott. Aber das muss ich sagen, ist schon ein bisschen lächerlich. Ich meine, dass man als Entwickler von einem Videospiel davon ausgeht, dass sich irgendjemand freiwillig so einen Text durchliest, ist ziemlich dreist, weil das wird safe keiner machen. Ich bin wahrscheinlich der fünfte Mensch, der sich das durchgelesen hat. Nein, wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlich schon etliche tausend durchgelesen. Aber ich sage jetzt mal der Otto-Normalspieler. Glaubt ihr ernsthaft, der liest das? Nein. Wird er nicht. Aus 100 Leuten lesen wahrscheinlich nicht mal 20. Also nicht mal jeder fünfte liest es wahrscheinlich. Ja. Aber wenn man schon sowas macht, dann finde ich halt, sollte es schon so sein, dass es sich auch lohnt, es gelesen zu haben. Weil hier kommst du dir halt komplett verarscht vor. Das steht nicht mal in dem Guide drinnen. Du musst den Guide nicht mal gelesen haben und die Frage, also nicht nur, dass die Auswahlmöglichkeiten jetzt offensichtlich sau einfach sind und so, sondern wirklich, du musst es gar nicht gelesen haben. Jeder Vollidiot könnte die Frage beantworten. Selbst jemand, der das Spiel nicht mehr gespielt hat, könnte die Frage beantworten. Also das ist halt schon hart lächerlich. Also, da finde ich, braucht man solche Bücher nicht ins Spiel bringen, wenn sie dann eh keinen wertvollen Inhalt haben, sag ich mal. Ich meine, beziehungsweise wenn es schon so eine Quest gibt, dass du die Bücher quasi umsonst liest, weil das jeder beantworten könnte, auch jemand, der das Buch nicht gelesen hat. Also das finde ich dann einfach sinnlos. Exakt, die Rolle von Jean ist die des stellvertretenden Großmeisters. Fertig, ich habe alle meine Fragen gestellt, ich werde mal sehen. Der Ordo Favonius ist wirklich streng. Alles korrekt, kein Wunder beim Ehrenritter, so ein paar Fragen sind doch eine Leichtigkeit. Um ehrlich zu sein, ich denke, einige dieser Fragen könnten Bewohner von Mondstadt auch nicht beantworten. Ach ja, diese Geschenke sind für dich. Komm schon, 100 Uhr der Glanz. Hat sich wenigstens gelohnt. Oh, 100 Abenteurer-EP. Naja, gut. Aber in der Zeit hätte man gefühlt fünfmal so viel verdienen können. Naja. Gefühlt wohlgemerkt, nicht wortwörtlich. Naja, dann machen wir noch eine... ein bisschen Mora-Farming. Und damit wir zumindest noch ein bisschen Action haben. Für die Leute, die schon eingeschlafen sind, es tut mir leid. Und für meine Englischkünste auch. Aber ja, lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Gehört halt zum Spiel dazu. Ich meine, wenn man das wirklich nicht mag, muss man sich bei den Entwicklern beschweren. Jo, flieg halt noch 5 Kilometer weit weg, damit ich dich ja nicht treffen kann.
Gimme, 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 gimme. So. Ich weiß gar nicht, heißt das dann wirklich, dass wir in Mondstadt fertig sind? Eigentlich nicht, oder? Weil wir jetzt nach die Uni gehen sollen? Zur anderen Catherine? Heißt ja eigentlich nicht, dass wir fertig sind, oder? Also ich meine, mit den Quests sind wir offensichtlich nicht fertig, aber warum hat die das dann gemacht? Vielleicht einfach nur, weil wir ein gewisses Level erreicht haben? Maybe. Also warum sollen wir jetzt unbedingt nach Ding gehen? Nach Leone. Vor allem, ich habe gefühlt so wenig Quests gemacht. Ganz am Anfang haben wir die ganze Zeit gequestet, so die ersten 10 Folgen oder so, und dann einfach gar nicht mehr. Ja. Aber das Ding ist halt, es gibt auch echt viel zu tun am Anfang. Also wenn man halt so hochlevelt, das ist in den meisten Spielen so, hast du halt auch sau viel einfach vor dir. Und wenn man dann nicht jeden Tag 3 Stunden spielt, dann dauert es halt ein bisschen, bis man dann wieder zu einem kommt, bis man die anderen Sachen dann wieder so weit erledigt hat, dass man wieder das machen kann, was man am Anfang vielleicht hätte machen können, sollen, müssen, tun. Das ist noch die erste Wave, ne? Uff. Finished. Come on, Fischl, you can do it. I believe in you. Also. 28.000 gibt's mittlerweile, glaube ich. Yeah. Alright, auch schon wieder Hälfte vom Level. Ah ja, schon über die Hälfte vom Level. Nice. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. War jetzt etwas anders als geplant, aber gut, was soll man machen? Aber ja, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein. Like, Kommentar, Abo nicht vergessen. Schaut in die Beschreibung, wenn ihr mich weiterhin supporten wollt. Und ciao, ciao.